Hallo, seid gegrüßt, ich bin der Max und heute gibt es das abschließende Video zu meiner Indiegogo-Kampagne. Ich möchte mich erstmal grundsätzlich bei allen Unterstützern bedanken. Herzlichen Dank an dich, an euch alle da draußen, dass ihr meine Kampagne unterstützt habt, dass ich auch von Freunden wie Aykan, Andreas, Daniel, Carsten und so viele Leute, mit denen ich auch täglich zu tun habe, haben mich unterstützt, haben mir auch den Rücken gestärkt und haben gesagt, wir finden das gut, dass du das machst, das ist ein interessanter und richtiger Weg. Ich muss einfach sagen, erstmal danke, dass ihr für mich da seid, dass ihr mir den Rücken stärkt und danke natürlich auch an alle Unterstützer, die diese Kampagne unterstützt haben. Egal, ob sie 1 Euro, 50 Euro oder mehr gespendet haben oder ob sie vielleicht auch nur auf den Teilen-Button geklickt haben. Also grundsätzlich erstmal bin ich unglaublich stolz, nicht auf mich, sondern auf euch, dass ihr mir das möglich macht und dass ihr so freigebig seid und sagt, wir finden das gut, wir möchten, dass der Uwe weiter seinen Kanal betreibt. Ich hätte den natürlich trotzdem auch weiter betrieben, auch ohne Kamera. Ich hätte dann mit der Webcam oder so Videos gemacht, aber natürlich möchte ich diese Kamera auch nutzen, um Event-Videos zu machen, um Comedy, Street-Comedy zu machen und vielleicht auch einfach etwas Kunst, ein paar Videoprojekte, die man als Kunst bezeichnen könnte. Das alles kann man mit einer Webcam nicht machen und deswegen habe ich diese Kampagne gestartet. Ich hätte auch eine billigere Kamera nehmen können, das ist absolut richtig, wenn einige das sagen. Aber ich habe nun mal diese Kamera ausgewählt. Jemand, der das nicht unterstützen möchte, muss das auch nicht unterstützen und kann natürlich auch einfach sagen, finde ich doof. Ist absolut korrekt. Es gab viel positiven Zuspruch, es gab aber auch negativen Zuspruch bzw. negative Kritik oder Kritik an sich. Ob negativ oder nicht, ist eigentlich völlig dahingestellt. Ich fasse diese Kritik gar nicht so negativ auf. Letztendlich bringt sie einen natürlich auch zum Nachdenken über diese Kampagne, über meine Kampagne, über das ganze Ding drumherum. Und ich finde die Kritik auch wichtig. Eines möchte ich dazu allerdings sagen. Wenn jemand meint, Uwe, das ist aber dreist, dass du hier nach Geld bettelst, und ich selbst fasse es nicht als Betteln auf, denn Betteln ist was, wenn einer an der Straße sitzt und sagt, gib mal ein bisschen Geld und keine Gegenleistung dafür anbietet. Ich biete Gegenleistungen, ob die jetzt dem einen oder anderen Geld wert sind, entscheidet jeder selbst für sich. Aber sie sind ja verhandelbar. Und dennoch denke ich, wenn jemand sagt, Uwe, das ist aber dreist, dass du das machst und selbst auf seiner Webseite einen dicken, fetten Spenden-Button hat oder einen Button zu einer Webseite, die Micro-Donations, also Spenden sammelt für die Person hat oder einen dicken, fetten Knopf zu einem Amazon-Geschenkegutschein für 4.000 Euro, dann sollte man sich vielleicht selbst nochmal hinterfragen. Gut, okay, der Knopf stellt sich nicht hin und macht ein Video, so wie ich, und sagt, hallo, ich bin der und der und ich habe das und das vor, bitte unterstützt mich, wenn ihr wollt. Der Knopf ist einfach nur da. Und ich finde es auch nicht schlimm, also das muss ich dazu sagen. Ich finde es völlig okay, wenn jemand streamt und einen Donation-Button hat und damit Spenden sammelt und vielleicht sogar viele Spenden. Ich finde das völlig okay, wenn jemand einen Button für einen Amazon-Wunschzettel hat. Völlig super, wenn Leute das unterstützen. Ich finde das toll. Und ich habe ja auch selbst schon Streamer unterstützt und ihnen Geld überwiesen. Wenn es nur 1 Euro oder 5 Euro waren, völlig egal. Die freuen sich darüber und können dafür vielleicht neue Hardware kaufen. Und selbst wenn sie sich dafür einen Hamburger kaufen, dann habe ich jemanden zumindest eine Freude gemacht. Und von daher finde ich das überhaupt nicht schlimm. Und von mir aus soll jeder auch gerne um Unterstützung und Spenden bitten. Der Rainer Schauder hat übrigens ein sehr interessantes Video dazu gemacht. Ich verlinke euch das mal unten unter dem Video in der Videobeschreibung. So, das möchte ich einfach mal grundsätzlich dazu sagen. Ich werde in den nächsten Wochen alle Unterstützer per E-Mail anschreiben. Ich zeige euch am Ende dieses Videos nochmal eine Zusammenfassung. Was habe ich eingenommen? Wie viele Leute haben gespendet? Was habe ich bisher ausgegeben? Und wie viel Geld ist noch übrig? Und mit dem Geld, was noch übrig ist, dann sollt ihr, also ihr sollt entscheiden, was ich davon kaufe. Ich werde in den nächsten Tagen mich mal umschauen, was können wir noch gebrauchen. Vielleicht ein Stativ oder ein Interviewmikrofon oder irgendwas in der Art.
Und ihr werdet dann entscheiden, was ich davon kaufen soll oder ob ich das Geld vielleicht für irgendwas anderes Gutes ausgeben soll. Ich weiß es noch nicht. Das werdet ihr aber entscheiden. So, jetzt möchte ich euch aber zeigen, was ich bisher ausgegeben habe. Das ist die Kamera. Das ist eine Canon EOS 700D. Die habe ich gekauft beim Mediamarkt in einem Angebot sozusagen. Sie hat 555 Euro etwa gekostet, also das Angebot. Und dabei gab es eine Tasche, finde ich ganz wichtig. Also eine Tasche für eine Kamera sollte man haben. Natürlich Zubehör, wie hier so ein Gurt, ein Ladegerät, USB-Kabel. Entschuldigung, ein USB-Kabel natürlich. Und die Kamera ist ganz besonders cool. Ich finde, dass Canon einer der wenigen Hersteller ist, die sich da ein bisschen Gedanken machen. Touchscreen hat das Ding, einen drehbaren. Das heißt, wenn ich mich damit filme, kann ich auch noch selber ein bisschen was einstellen, was ich total super finde. Also an sich eine sehr schöne Kamera. Mir wurde auch geraten, mir mal den Nikon 5300 anzugucken. Habe ich gemacht. Die Nikon hat auch einige Vorzüge, höhere Framerate beim Filmen. Aber sie ist von der Bedienung her, finde ich, nicht so gut. Es gibt sicherlich viele Dinge, die für oder gegen eine Kamera sprechen. Das müssen wir hier, glaube ich, gar nicht diskutieren. Aber das ist die Kamera. Zu der Kamera gibt es natürlich ein Objektiv. Das ist ein 18 bis 55 mm Objektiv. Ist ein das sogenannte Kit-Objektiv. Gehört also zur Kamera dazu im Kit. Und das ist ein STM-Objektiv mit einem speziellen neuen Schrittmotor von Canon, die gerade für Videofilmer gemacht sind oder ganz cool sind. Dann habe ich mir noch ein extra Objektiv gekauft. Das ist ein sogenanntes Festbrennweitenobjektiv, ein Canon 40 mm Festbrennweitenobjektiv. Das ist, ja, sieht ganz putzig aus, ist recht flach, wenn ich hier mal die Pinorex abnehme. Das ist wirklich ein sehr kleines Objektiv, nennt sich deswegen auch Pancake-Objektiv. Also ist definitiv nichts zum Essen. Das Objektiv wurde mir empfohlen von einem Bekannten, der Jackie Hu, hat auch einen YouTube-Kanal. Der hat gesagt, na Uwe, kauf dir lieber kein 135 mm Objektiv, auch wenn du damit mehr Spielraum hast. Ist vielleicht für Videoblogs so eine Festbrennweite ganz gut. Und damit hat er natürlich recht. Ich habe mich noch mal ein bisschen umgeguckt und umgehört. Ich denke, dass ich mit beiden Objektiven eigentlich ganz gut erstmal bedient bin. Und ich werde mir wahrscheinlich irgendwann noch mal ein paar Objektive dazu kaufen. Gerade weil ich eben mit der Kamera ja filmen möchte und Fotos machen möchte. Also ist es immer ganz gut. Aber ich denke, mit diesen beiden Objektiven bin ich erstmal ganz gut dabei. Ja, das war es eigentlich schon, was ich jetzt grundsätzlich dazu sagen möchte. Ich werde, wie gesagt, alle anschreiben, alle Unterstützer. Und ich habe mir auch überlegt, ich könnte vielleicht jedem Unterstützer noch ein handsigniertes, mit einer speziellen Widmung versehenes Foto von mir zukommen lassen, aber nicht irgendwelche normalen Fotos, wo ich schön gucke, sondern vielleicht spezielle Fotos. Ich lasse mir da noch was einfallen. Dann hat auf alle Fälle erstmal jeder wirklich was ganz einzigartig und Uniques und irgendwann hängt das mal an der Wand und die Enkel sagen, Opa, wer ist der doofe Mann da? Und dann hat er vielleicht was zu erzählen. So, was ich noch sagen wollte, die Kamera geht mit auf Reisen, denn nächste Woche geht's nach Paris. Oder jetzt, ja, die kommende Woche fahre ich nach Paris, in die Stadt der Liebe. Aber ich fahre mit einem Kumpel hin. Ihr wisst schon den Sound vom Zonk. Nee, Quatsch. Wir fahren dorthin, um einen Video-Workshop von Dice zu besuchen. Dort ist der Roland Smetberg von Dice und der gibt einen Video-Workshop. Und das ist sehr interessant. Der macht nämlich die Trailer für Battlefield. Und der macht aber auch Real-Life-Videos und ich denke, der hat interessante Dinge zu erzählen. Da geht es halt wirklich um vieles Verschiedenes. Und da werde ich mit der Kamera Fotos und Videos machen. Ich denke, es wird vielleicht einen Videoblog bei mir auf dem Kanal geben. Aber das Event-Video an sich, das wird dann für Wartime Dignity, für den Pink Panther, wird das produziert. Und da ist das dann auf dem Kanal. Alle Infos dazu bekommt ihr natürlich dann noch von mir. Ja, das war es erstmal hier von mir. Am Ende des Videos, wie gesagt, alle Informationen noch für euch zusammengefasst, für die, die es ganz genau wissen wollen. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich sage danke und tschüss. Kommen wir also mal zur Zusammenfassung meiner Indiegogo-Kampagne. 43 Unterstützer haben 958 Euro gespendet.
Das ist ein ziemlich großer Teil der angepeilten Summe, also ja, fast 100%. Einige Perks sind sogar ausverkauft. Und ja, ich muss damit sagen, dass die Kampagne sehr erfolgreich ist. Also ich hätte das gar nicht gedacht. Hier zeige ich nochmal ein paar der Unterstützer. Die sind natürlich gelistet, wenn sie gelistet sein wollten. Also einige haben natürlich sich auch privat nur dort eingetragen. Das steht natürlich auch jedem frei. Dennoch ist das halt auch für jeden einsehbar, wer was, wann, wie, wo gespendet hat. Hier seht ihr nun die Aufschlüsselung aller Aktivitäten auf meinem PayPal-Konto seit dem Start der Kampagne. Also hier sind alle Einnahmen und Ausgaben genau dargestellt. Auch die einzelnen Gebühren für Indiegogo sind hier aufgelistet. Die PayPal-Gebühren natürlich nicht, weil die werden vorher abgezogen. Aber ich habe euch das in Excel nochmal dargestellt. Das zeige ich euch gleich. Hier sind natürlich jetzt die Unterstützernamen ausgegraut, weil ich erst vorher abklären möchte, wer genannt werden will. Ich habe euch natürlich alle Einnahmen auf meinem PayPal-Konto hier nochmal gelistet. Also ich habe die Preise alle hier eingetragen und habe dann hier nochmal genau aufgeschlüsselt, was sozusagen Ein- und Ausgaben sind. Insgesamt wurden über Indiegogo gespendet 958 Euro. PayPal-Gebühren sind 33,91 Euro. Daraus sind dann die reinen PayPal-Einnahmen 924,09 Euro. Und Indiegogo-Gebühren fallen natürlich auch an, denn die Kampagne ist nicht kostenlos. Die beziehen sich oder belaufen sich auf 83,84 Euro. Daraus ergibt sich ein gesamter verfügbarer Betrag von 840 Euro. So, die habe ich natürlich auch ausgegeben. Bisher habe ich 808,87 Euro ausgegeben. Die Kamera 559,98 Euro. Das zusätzliche Objektiv 183,99 Euro. Und das Mikrofon, was ich jetzt noch bestellt habe, ist ein Lavalier-Mikrofon mit Kabelverlängerung für 64,90 Euro. Das sind sozusagen die genauen Ausgaben. Insgesamt befindet sich jetzt auf dem PayPal-Konto noch ein Restbetrag von 31,38 Euro. Und dazu kommt eine externe Spende von Markus aus Rostock, dem ich auch nochmal hier herzlich danken möchte, von 70 Euro. Das bedeutet, dass ein Gesamtrestbetrag von 101,38 Euro mir noch zur Verfügung steht und ihr sollt dann entscheiden, was ich davon noch kaufe oder was ich mit dem Geld mache. Das werde ich in einem speziellen Video euch dann nochmal darlegen und ich denke, das war es hier erstmal soweit. Ich werde, wie gesagt, in den nächsten Tagen und Wochen alle Unterstützer anschreiben und dann nochmal genau absprechen, wie wir das genau machen. Ich werde natürlich meine Perks erfüllen und sage hier auch nochmal Dankeschön.